Lola? Wenn ich jetzt sterben würde, was würdest du machen? Ich würde ihn nicht sterben lassen. Naja, wenn ich todkrank wäre, es gibt keine Rettungsmöglichkeit. Ich würde eine finden. Jetzt sag doch mal. Ich liege jetzt im Koma und der Arzt sagt einen Tag noch. Ich würde mit dir ins Meer fahren, dich ins Wasser schmeißen. Schocktherapie. Na gut, wenn ich dann trotzdem tot wäre? Was willst du denn jetzt hören? Jetzt sag doch mal. Ich würde nach Rügen fahren und deine Asche in den Wind streuen. Und dann? Was weiß ich? So eine blöde Frage. Ich weiß es. Würdest du mich vergessen? Nee. Doch, doch, klar. Sonst kannst du gar nicht weiterleben. Ich meine, klar wird zu trauern die ersten Wochen bestimmt. Ist ja auch nicht schlecht. Alle sind total mitfühlend und echt betroffen und alles ist so unendlich traurig und du kannst einem einfach nur tierisch leid tun. Und dann kannst du allen zeigen, wie stark du eigentlich bist. Was für eine tolle Frau, wenn die dann alles sagen. Die reißt sich echt am Riemen und ist nicht hysterisch und heult den ganzen Tag rum oder so. Und dann kommt da auf einmal dieser unheimlich nette Typ mit den grünen Augen. Und der ist so super sensibel, hört den ganzen Tag zu und lässt sich so richtig schön von dir volllabern. An dem kannst du dann erzählen, wie schwer du es gerade hast und dass du dich jetzt echt erstmal um dich selbst kümmern musst und dass du nicht weißt, wie es weitergehen wird und bla 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 bla. Und dann hoppst du plötzlich bei ihm auf dem Schoß und ich bin gestrichen von der Liste. So läuft das nämlich. Manni. Was? Du bist aber nicht gestorben. Nicht?